In der Vorlesungsreihe zum Energiewasserbau möchte ich Ihnen in der kommenden Vorlesung das Wasserschloss vorstellen oder Englisch Surge Tank. Das Wasserschloss dient dazu, starke Druckstöße in einer Wasserkraftanlage abzufangen. Ein Wasserschloss ist nichts anderes. Surge Tank ist vielleicht das bessere Wort. Ein Wasserschloss ist nichts anderes als ein vertikaler Tank, in dem Wasser steht. Und wenn ein Überdruck kommt, dann führt das dazu, dass Wasser in diesen Tank reingepumpt wird oder das Wasser im Tank erhöht wird und dadurch dieser Überdruck abgebaut wird. Ja, Voraussetzung zunächst erstmal, Sie sollten die Impulsgleichung für die Stromröhre beherrschen, MATLAB gewöhnliche Differentialgleichungssysteme und im Energiewasserbau das Prinzip der Wasserkraftnutzung. Nun, wie funktioniert das? Wo ist der Surge Tank? Das Wasserschloss, wir können uns das hier vorstellen, auf dieser Abbildung fehlt das, dass wir hier also irgendwo einen Tank haben, so wie Sie das hier an dieser alten Abbildung aus Wikipedia zum Wasserschloss sehen, dass wir also hier irgendwo ein vertikalen Tank haben, den ich hier nicht eingezeichnet habe, der aber auf der kommenden Folie kommt, den ich jetzt einfach mal dahinter gepackt habe und das etwas auseinandergezogen habe. Wir haben hier unseren Damm, unsere Stauanlage, Staumauer, was auch immer, und davor ist ein gewisser Nullwasserstand. Und dann haben wir einen Zulaufstollen, der zur Turbine führt und letztendlich eine Druckleitung, die runtergeht, dann hier zur Turbine. Ja, und in diesem Zulaufstollen, den wollen wir möglichst einfach bemessen. So einfach, dass wir hier sehr geringe Drücke haben, also maximal diesen Druck oder ein bisschen mehr haben. Und die Frage ist, wie hoch ist hier dieser Druck? Und der größte Druck entsteht immer dann, wenn wir ein Rohrsystem plötzlich schließen. Dann bekommt es zu einem Druckstoß, die Vorlesung habe ich noch nicht in Wikipedia aufgenommen, werde ich allerdings irgendwo machen. Dann kommt es zu einem sehr großen Druckstoß, den wir abfangen wollen. Ziel dieser Konstruktion ist es also, dass wir zwar immer noch hier hinter dem Wasserschloss bis hin zur Turbine einen durchaus großen Druck haben, das ist die sogenannte Druckleitung, aber im Zulaufstollen nur geringe Drucke haben. Ja, wie funktioniert dieses Wasserschloss? Die wesentlichen Benennungsgrößen habe ich Ihnen ja schon mal aufgetragen. Das am einfachsten wären die Berechnungen, wenn wir als Z gleich 0 die Nullhöhe im Reservoir bezeichnen. Das heißt, hier die Wasserhöhe im Reservoir, das ist unser Z gleich 0. Und diese Linie habe ich hier bis hinten einmal durchgezogen. Ja, und von dieser Linie aus gesehen wird dann das Z bemessen. Normalerweise, wenn nichts durch die Wasserkraftanlage fließt, wenn die also geschlossen ist, sollte aufgrund des Prinzips der kommunizierenden Gefäße der Wasserstand im Wasserschloss bei Z gleich 0 sein, weil er ja im Reservoir auch bei Z gleich 0 ist. Ja, wenn ich nun Wasser durch diese Wasserkraftanlage laufen lasse, dann wird in diesem Zulaufstollen natürlich Energie verloren. Der Druck wird kleiner. Aufgrund der Rohrgesetze, aufgrund von Darcy, Weisbach und Kohlbrook-Beidt. Das heißt, im Normalfall wird sich hier nicht der Wasserstand einstellen, der im Reservoir ist, sondern ein etwas kleinerer Wasserstand. Und diese Differenz hier heißt nicht Z0, sondern das ist die Verlusthöhe HV auf diesem Rohrstückweg. Ja, und wenn ich jetzt die Turbine plötzlich schließe, dann sollte Folgendes passieren. Dann möchte ich eigentlich nicht diesen Zulaufstollen mit einem Überdruck belasten, sondern wenn ich die plötzlich schließe, dann schießt der Druck zurück und soll hier eingeleitet werden und das passiert automatisch in das Wasserschloss und wird hier dann zu einer Erhöhung des Wasserstandes und einem Hin und Her oszillieren führen, bis sich das dann irgendwann wieder beruhigt hat. Für uns die Frage ist, wie hoch müssen wir also dieses Wasserschloss bauen? Denn wenn ein Druckstoß kommt, dann steigt es über dieses Niveau an. Und zwar genau so hoch, wie hier der Überdruck ist, der hier entsteht. Ja, und normalerweise, also das heißt, welche Abmessung brauchen wir dafür? Und wie verhält sich das System dynamisch? Das wollen wir jetzt beschreiben. Ja, auch hierfür stellen wir zunächst erstmal die Impulsgleichung für den Zulaufstollen an, den ich hier nur in der Kurzform darstelle, weil wir haben das schon relativ oft gehabt. Die Impulsänderung, und zwar unser System soll jetzt der gesamte Zulaufstollen sein. Einfließender Impuls, ausfließender Impuls ist konstant, solange nichts ins Rohr geht. Das heißt, wenn wir das hier vorab schneiden, dann ist der erste Term gleich der zweite Term. Eintretender Druck ist hier Rho mal G mal H. Austretender Druck ist hier dieses HV, was ich hier
berücksichtigt habe. Und dann müssen wir auf den Mantel den Druck bilden. Die Mantelkräfte sind null, wenn das Rohr horizontal liegt hier. Das können wir ebenfalls vernachlässigen. Wir gehen jetzt mal der Einfachheit halber von einem horizontalen Rohr aus. Dann ist das nicht zu vernachlässigen, sonst ist es null. Aber wir müssen das Lambda, den Reibungsbeiwert, berücksichtigen. Das heißt, in unserem Fall sieht unsere Anlage schon etwas einfacher aus. Die I nach dt ist P1A1 minus P2A2 und das P1 sieht hier ein bisschen komisch aus. Deswegen möchte ich das hier ordentlich machen, dass wir das hier entsprechend alles als Text machen. Sonst sieht das ja so komisch aus. Gut, P1A1 das. Der Impuls, der im Rohr gespeicherte Impuls, ist Masse mal Geschwindigkeit. Masse ist Dichte des Fluids mal Volumen. Volumen ist Querschnitt des Rohres mal Länge. Unser Zulaufstollen habe also die Länge L, so wie das hier steht. Dann ist der Impuls hier drin Rho mal A mal L mal V. Rho ist eine Konstante, der Querschnitt ist eine Konstante, L ist eine Konstante. Das kann also alles vor die Ableitung. Das kann alles vor die Ableitung und die Druckdifferenz zwischen Rohr, das ist jetzt wichtig, zwischen Rohr und Reservoir, ist ja so, wie ich es definiert habe, weil das die Nulllinie ist, ist das einfach Z. Ist das nichts anderes als hier die Höhe Z im Wasserschloss. Das ergibt uns die Druckdifferenz an. Und damit wäre die Gleichung soweit fertig. Ich kann durch Rho A und L teilen und bekomme diese Gleichung als heraus als die Geschwindigkeitsgleichung, die Änderung der Geschwindigkeit im Zulaufrohr. Und diesmal muss ich ausnahmsweise auch mal die Änderung der Geschwindigkeit betrachten, weil wir wollen gleich einen Schnellschuss. Des Rohres betrachten. Das heißt, hier müssen wir auch Geschwindigkeitsänderungen berücksichtigen. Als zweites brauche ich eine weitere Gleichung, weil in dieser Gleichung kenne ich nicht alles, was ich brauche. Nämlich, ich kann hiermit zwar die Geschwindigkeit ausrechnen, das ist ja eine Differentialgleichung für die Geschwindigkeit, aber mir fehlt Z. Wie hoch ist denn meine Füllung des Wasserschlosses? Sie ist etwas kleiner als im Reservoir, aber die muss ich erstmal bestimmen. Ja, dazu nehme ich jetzt etwas anderes, und zwar die Kontinuitätsgleichung unter dem Wasserschloss. An dieser Stelle möchte ich einmal, also direkt unter dem Wasserschloss, möchte ich einmal bilanzieren, was geht an diesem Knoten rein und raus. Rein geht erstmal diese Geschwindigkeit mal Querschnitt. Das ist der Zufluss von aus dieser Richtung. V mal Zulaufstollen, A Zulaufstollen. Vorhin habe ich keinen Index rangemacht, das ist blöd. Also das ist das, was ohne Index war. V mal A Zulaufstollen. Was geht ins Schloss rein? Was geht raus? Das, was reingeht, muss auch wieder rausgehen. Und es hat zwei Möglichkeiten rauszugehen. Entweder es geht ins Schloss oder es geht zur Turbine hin. Wenn es zur Turbine hin nimmt, dann nenne ich das Q. Das ist das, was zur Turbine geht. Und die Summe aus dem, was zur Turbine geht und was ins Wasserschloss geht, muss dann das sein, was reinkommt. Ins Wasserschloss geht Folgendes. Immer wenn sich die Höhe im Wasserschloss ändert, dZs nach dt, also ungleich 0 ist, wenn das also rauf geht, dann fließt natürlich Wasser ins Wasserschloss. Und wie viel Wasser fließt da? Querschnitt des Schlosses, As, Querschnitt des Flosses mal dz nach dt. Das ist der Zufluss Q in das Wasserschloss. Ändert sich der Querschnitt nicht, dann fließt natürlich auch nichts ins Wasserschloss. Und damit haben wir eine zweite Differentialgleichung für Z. Eine zweite Differentialgleichung für Z, die wir jetzt hier stehen haben, die könnten wir nach dz nach dt auflösen und dann mit MATLAB lösen. So, beim plötzlichen Schließen passiert Folgendes, dass nämlich an irgendeiner Stelle plötzlich Q gleich 0 ist. Von einem Strömungsvorgang, das heißt, es kommt hier aus dieser Richtung und fließt und fließt und fließt und fließt und jetzt plötzlich wird das hier geschlossen, dann kann es nur in diese Richtung fließen. Dann kann es nur in diese Richtung fließen und dadurch wird der Druckstoß abgefangen. Das heißt, plötzliches Schließen wäre der Fall, dass VAZ mal AS dz nach dt nur noch stehen bleibt, weil Q ganz plötzlich 0 ist. Und das wollen wir jetzt weiter analysieren. Wir haben also zwei Differentialgleichungen. Einerseits diese Differentialgleichung. Das war unsere Massenerhaltung unter dem Wasserschloss und die Impulsgleichung für das Zulaufrohr. Mit diesen beiden Rohren wieder wie in einem Differentialgleichungssystem. Hier fehlt Z. Das können wir aus dieser Differentialgleichung bestimmen. Und hier fehlt V, die Zulaufgeschwindigkeit. Das können wir aus dieser Differentialgleichung bestimmen. Nehmen wir Anfangsbedingungen. Für beide Differentialgleichungen brauchen wir eine Anfangsbedingung. Die Anfangsbedingung für die Geschwindigkeitsdifferentialgleichung ist die,
Am Anfang soll die Geschwindigkeit Durchfluss mal Querschnitt des Zulauf, geteilt durch Querschnitt des Zulaufstollens sein. Und die Anfangshöhe im Schloss entspricht der Verlusthöhe in meinem Zulaufstollen. Und die Verlusthöhe im Zulaufstollen ist das. Das haben wir irgendwann mal in Rohrsysteme gelernt oder kann man auch aus dieser Gleichung bestimmen. Das sind also unsere Anfangswerte. Ja, nun können wir zu dieser Geschichte ein Differentialgleichungssystem aufbauen oder beziehungsweise MATLAB-Löser anschmeißen. Das heißt, ich nenne diese Funktion Wasserschloss. Ich nehme an, ich habe ein 1 Kilometer langes Zulaufschloss, Durchmesser 2 Meter, also eine recht große Wasserkraftanlage. 9,81 KS ist die Rauheit, AZ ist der Querschnitt des Zulaufrollens, AS ist der Querschnitt des Wasserschlosses. Hier können Sie also auch andere Werte angeben und die Anfangszufluss soll 0 sein und der Endzufluss soll 1 sein. So steht es hier. Das heißt, das ist das Gegenteil. Initial und Final soll I und F sein. Wir können das hier gleich auch im Programm dann entsprechend ändern. Ja, wenn Sie einen Schnellschluss haben wollen, dann würden Sie Q-Initial irgendwas geben und Q-Final 0 setzen. Dann haben wir die Anfangsbedingungen, wie ich eben das genannt habe. U0 ist gleich Q-Initial durch AZ und Z0 ist Kohlbrook-White, einfach angewendet, mal, also Lambda, wie ich es hier stehen habe, Lambda mal L durch D mal V0 Quadrat durch 2G. Das habe ich hier einfach berechnet und das sind meine Anfangsbedingungen. Jetzt löse ich das, wie ich Ihnen das in gewöhnliche Differentialgleichungssysteme erzählt habe. Ich nehme hier einen besseren Löser, ODE 45, hier reicht es aber auch, den einfachen Löser zu nehmen. Ich löse das System zwischen 0 und 1000 Sekunden. Anfangsbedingungen für die Geschwindigkeit und für den Ort. Die erste Differentialgleichung ist also die Geschwindigkeit, die zweite ist die Höhe im Wasserschloss und dann plotte ich das. Gebe mir ein paar Labels, damit das hübscher aussieht und plotte das. Das also zum Lösungs- oder beziehungsweise zum Gesamtprogramm und da drinnen muss jetzt noch eine Funktion Ableitungen sein, was ich jetzt mal als Englisch bezeichnet habe, Derivations. Die erste Variable ist die Geschwindigkeit, die zweite der Ort. Ich rechne erstmal die Reynolds-Zahl aus, um dann Kohlbrook-White, das Lambda, zu bestimmen. Gebe mir einen Spaltenvektor vor, das konnte ich löschen, hier kann ich es nicht löschen, sehe ich gerade, weil ich es unten nicht definiert habe. Und dann sage ich einfach dy1 nach dt, also die erste Komponente dieses ist gleich das, was in der Differentialgleichung stand. Und die zweite Komponente ist die Massenerhaltung, genauso definiert wie hier und löse dann das entsprechende. Als Ergebnis werden Sie feststellen, kommt Folgendes raus. Betriebsfall, plötzliches Schließen. Ich habe am Anfang zur Zeit t gleich 0 eine Geschwindigkeit von 0,3 Meter pro Sekunde. So, und an dieser Stelle t gleich 0 schließe ich plötzlich, dann passiert Folgendes. Wenn ich jetzt mit einer Geschwindigkeit hier ankomme, ich schließe plötzlich, dann hat dieses Wasser ja noch einen Impuls und der geht jetzt nicht mehr zur Turbine hin, weil die Druckleitung ist ja nun geschlossen, sondern muss ins Wasserschloss umgelenkt werden und läuft dann hier rein. Das Wasserschloss steigt auf einen höheren Wasserstand, das ist jetzt wichtig, und dann läuft es wieder zurück ins Reservoir. Und dann wird das Reservoir leicht angehoben und dann läuft es wieder zurück ins Wasserschloss und ergibt eine Schwingung, so lange, bis sich das durch Reibung einzig und allein einstellt. Also wichtig ist es hier zu verstehen, diesen Anfang, es kommt hier mit Impuls rein in unser Schloss, wird plötzlich gestartet, der Impuls wird umgelenkt, geht in das Wasserschloss, das Wasser hebt sich über den Reservoirstand. Damit muss es in der nächsten Zeit irgendwann wieder zurückfließen ins Reservoir und das geht dann hin und her, bis das dann irgendwann mal aufhört, durch Reibung sich auszudämpfen. Ja, für uns als Wasserbauer ist Folgendes wichtig. Wie hoch muss ich in diesem Fall das Wasserschloss bauen? Ganz einfach, das können Sie hier ablesen. Hier können Sie es ablesen, das Wasserschloss in diesem einfachen Fall, das ist der Anfangshöhe, sollte mindestens 1,8 Meter sein oder was das auch immer ist in diesem einfachen komischen Berechnungsbeispiel und dann schwingt es hin und her. Das ist der Worst Case, wenn ich bei diesem Q das Schloss schließe. Andere Beispiele können Sie dann selbst machen. Langsames Schließen, was man natürlich normalerweise machen sollte, wenn ich eine Turbine habe, ich habe keinen Fall, kann man hier auch entsprechend simulieren. Das langsame Schließen führt natürlich, dass die Geschwindigkeit langsam abnimmt und die Geschwindigkeit aber immer so ein bisschen pendelt oder der Wasserstand im Wasserschloss immer so ein bisschen darauf reagiert. Betriebsfall plötzliches Öffnen gibt es mit Sicherheit so auch nicht, dass eine Turbine einfach geöffnet wird, aber kann ja passieren. Das heißt,
Unser Anfangswasserstand liegt auf 0, weil unsere Turbine ist geschlossen. Wenn unsere Turbine geschlossen ist, steigt der Wasserstand im Wasserschloss auf 0, auf die Z gleich 0 Ebene. Es ist genau der gleiche Wasserstand wie im Reservoir. Jetzt öffnen wir plötzlich die Turbine. Was passiert? Langsam und allmählich fängt die Geschwindigkeit an zu steigen auf ihren Wert. Und das führt dazu, wenn die Geschwindigkeit steigt, dass das im Wasserschloss erstmal herausgesaugt wird, das Wasser. Hier fließt es plötzlich durch. Das heißt, es kommt nicht nur aus dem Reservoir, sondern es kommt auch aus dem Wasserschloss und fließt in diese Richtung. Der Wasserstand fällt erstmal ab. Und dementsprechend sollte auch hier das Wasserschloss entsprechend bemessen sein auf diese Maximalwerte. Ja, und das pendelt dann ebenfalls ein bisschen hin und her, bis wir dann nach ein paar Minuten in diesem Fall, in diesem Bemessungsbeispiel, dann unsere konstante Arbeitsgeschwindigkeit haben für die Turbine und unseren konstanten Wasserstand im Wasserschloss, der dem der Verlusthöhe hier entspräche. In Wasserbaubüchern finden Sie meistens nur die Lösung der ungedämpften Wasserschlossstimmung, wenn wir Lambda gleich 0 setzen. Wenn wir Lambda gleich 0 setzen, wird diese Differentialgleichung einfach, das ist die Geschwindigkeitsdifferentialgleichung. Da mache ich die zweite Ableitung von, das ist das, was Sie üblicherweise in den Wasserbaubüchern finden. Dann steht hier d2v nach dt2 ist gleich minus g mal l, g durch l dz nach dt. Die z nach dt war das, das setze ich dann hier an der Stelle ein und dann bekomme ich eine übliche Schwingungsdifferentialgleichung. Zweite Ableitung plus Funktion selbst mit dem Vorfaktor ist 0. Die Lösung hiervon sind Sinus und Cosinus. Ich muss Anfangswerte richtig berücksichtigen und bekomme dann heraus, dass meine Geschwindigkeit und meine Höhe im Wasserstand immer kontinuierlich schwingt. Das ist natürlich nicht die Realität, weil wir Reibung haben. Aufgrund von Reibung nimmt das ab, aber früher die Wasserbauer konnten nur das hier lösen, weil sie noch kein MATLAB hatten. Und damit reicht es auch, die erste Schwingung zu nehmen, also da den Maximalwert zu bestimmen. Bis wohin schwingt das maximal nach oben und bis wohin schwingt das maximal nach unten. Damit sind Sie auf der sicheren Seite und können die Höhe Ihres Wasserschlosses entsprechend ausmessen.